Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr so einen schönen Federhaarschmuck bastelt. Ihr braucht Klebstoff, eine Schere, etwas Dekoration, eine Haarschmuckblume, eine Menge Federn in verschiedenen Größen, Zahnräder, schwarzen Filz, Haarspangen oder statt Kleber Nadel und Faden. Erst überlege ich mir, wie der Schmuck aussehen soll. Als Basis nehme ich die schwarze Haarschmuckblume. Diese dekoriert ihr mit verschiedenen Federn in verschiedenen Größen. Obendrauf kommen dann Accessoires. Wenn ihr Richtung Steampunk gehen wollt, dürfen natürlich Zahnräder nicht fehlen. Sobald ihr zufrieden seid, macht ihr ein Foto, um die Einzelteile später in ihre richtige Position legen zu können. Im nächsten Schritt schneiden wir aus dem schwarzen Filz eine Tropfenform aus. Das bildet unsere Grundlage für den Schmuck. Nehmt das Foto von vorhin zur Hand. Nun legt ihr die Einzelteile genau so zusammen. Ich befestige alles mit Klebstoff, ihr könnt aber auch Nadel und Faden nehmen. Nun kleben wir die großen Federn auf das Filz. Nehmt euch am besten etwas Pappe als Untergrund, um den Tisch nicht zu verschmutzen. Dann kommen die nächsten Federn. Nehmt euch immer wieder gern das Bild zur Hilfe, um zu sehen, ob ihr alles richtig zusammenbringt. Diese Blüte war eine Haarschmuckblume. Damit uns die Sicherheitsnadel und der Haargummi nicht stören, schneiden wir das einfach weg. Dann kleben wir die Blüte auf den schwarzen Filz. Sollte der Filz etwas zu groß sein, ist das kein Problem. Den können wir nachher einfach abschneiden. Gebt genügend Klebstoff auf die Blume, damit alles gut hält. Fest andrücken und etwas warten. Wenn die Blüte einigermaßen fest ist, nehmen wir diesen Vogel, den habe ich aus einem Bastelladen. Ich habe ihm bereits ein Zahnrad auf den Hut geklebt und ihn braun angemalt. Klebt alle eure Accessoires auf die Blume und überlegt, wie ihr den Schmuck nachher tragen wollt, um alles richtig drauf auszurichten. Wenn der Vogel nun fest ist, kleben wir diese kleinen Gläschen auf. Solche Gläschen bekommt ihr im Bastelladen, es gibt aber auch Vitaminpräparate, die in solchen Fläschchen aufbewahrt werden. Da könnt ihr gerne etwas reinfüllen. Glitzer, Flüssigkeiten, Farbe oder zum Beispiel Zahnrädchen. Ich überlege mir, wo ich was haben möchte und klebe alles an seine Stelle. Im nächsten Schritt kommen noch ein paar Zahnrädchen dazu. Auch hier nur nicht mit dem Kleber sparen, der wird nachher sowieso durchsichtig. Seid ihr zufrieden, lasst alles gut trocknen. Wenn alles hält, kommen auf die Rückseite Haarspangen. Die gibt es in verschiedenen Farben und Größen. Je größer der Haarschmuck ist, desto mehr Spangen braucht ihr, damit diese auch richtig in euren Haaren halten. Bei dieser Größe brauchen wir 2 Stück. Bei kleineren Schmuckblumen wie dieser reicht zum Beispiel eine Haarspange. Die klebt ihr gut fest oder näht sie mit Nadeln und Faden an. Schon ist der Haarschmuck fertig. Hier könnt ihr viele verschiedene Größen und Varianten basteln. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Basteln!